Wir haben eine transportable Mini-Ramp gebaut. Die kann man eigentlich überall aufbauen, wo ein Stück flat ist. Und so wie sie jetzt im Video zu sehen ist, besteht sie aus 6 Teilen. Kann man mit einem Sprinter transportieren oder mit einem Anhänger oder so. In der Videobeschreibung ist nochmal eine ganz genaue Anleitung, wo nochmal alle Maße stehen und auch wie viel, wovon man jetzt braucht, um das Ding zu bauen. Die Idee war, dass wir immer 3 Module haben, die eine Bahn quasi bilden. Und jedes Modul besteht aus Sperrholz an der Seite, dazwischen sind dann so Balken. Obendrauf ist erstmal so eine 9mm Schicht Sperrholz und dann nochmal 9mm Siebdruckplatte als Farbelack. In der Art sind sowohl die Quarters als auch die Flat-Teile aufgebaut. Dadurch war es dann eben deutlich leichter, dass die Teile wirklich alle gleich breit sind und man die eben gut zusammenstellen kann zu einer Mini-Ramp. Im Moment steht die Rampe in einem ganz normalen Wohnungskeller, deswegen musste ich erstmal genau gucken, wie hoch die Rampe maximal sein kann, dass sie eben gerade noch so durch diesen dünnen Gang passt. Das teste ich hier an einem 1:10 Modell und deswegen hat die Rampe auch rechts und links unten so eine kleine Ecke raus. Dadurch konnte ich die Rampe dann nochmal so 5 oder 10 cm höher bauen. Als Breite für die Mini-Ramp habe ich einfach die Breite der Siebdruckplatte übernommen, damit ich da jetzt nicht so viel dran rumsägen muss. Das ist in meinem Fall 1,25 Meter, aber ich würde empfehlen, dass wenn ihr andere Siebdruckplatten habt in einer anderen Breite, dass ihr dann auch die Breite von eurer Siebdruckplatte jeweils übernehmt. Wenn eure Rampe etwas höher oder niedriger werden soll, dann würde ich empfehlen, dass ihr auch den Radius und die Länge vom Flat proportional an die gewünschte Höhe anpasst. Im Moment haben wir 2 Bahnen, also die Rampe ist insgesamt 2,50 breit. Das ist auch so ziemlich die mindeste Breite, würde ich sagen, für eine Mini-Ramp. Noch schmaler würde dann bedeuten, dass man ständig aus der Seite rausfährt. So schnell kann es manchmal kommen. Die Rampe ist noch gar nicht so ganz fertig, aber wir bauen sie heute schon mal testweise auf, hier auf dem Folk & Fusion Festival und gucken mal, ob man so schon skaten kann. Eigentlich war geplant, dass man die Module so ineinander stecken kann, wie so Legos, aber das hat sich dann nicht wirklich als praktikabel erwiesen beim ersten Aufbau. Das Holz, besonders die Quarterteile, stehen unheimlich unter Spannung, weil der Belag eben gebogen ist. Und wir haben dann spontan dieses Stecksystem einfach wieder abgesägt und haben die Teile so aneinander gerückt und mit Verbindungsstücken zusammengeschraubt. Die Verbindungsstücke sind alle mit dem Flat fest verschraubt und können dann eben an die Quarters angeschraubt werden. Ich habe dann erst außen Flat und Quarters zusammengeschraubt und dann die Rampe so auf Primo gekippt, dass man unten die Verbindungsstücke noch zusammenschrauben kann. Danach erst habe ich dann die Bahn miteinander verbunden, das hat sich irgendwie als praktikabel erwiesen. Wunderbar geklappt. Die Rampe kann man super gut fahren. Eine ausführliche Beschreibung, eine Bauanleitung gibt es in der Videobeschreibung. Geplant ist, dass man die Rampe mieten kann. Wenn das schon möglich ist, alle Infos dazu in der Videobeschreibung.